der Keks ist. Da waren eben zwei so gehören, die haben Oliver gehört. Die spionieren hier rum. Wenn die nochmal kommen, kümmere ich mich drum. Mach dir keine Sorgen. Das ist nicht gut, wenn die hier rumschnüffeln. Nachher rufen die noch das Jugendamt. Ich habe gesagt, ich kümmere mich drum. Ich regel das. Hier, fass mal an. Hör auf. Nee, komm, fass mal an. Mann, ey! Jetzt blökt er schon wieder. Das ist doch nicht normal, dass er immer so blökt. Was weißt du denn schon? Du hast ja keine Kinder. Du auch bald nicht mehr, wenn es hier so weitergeht. Niemand nimmt mir Olli weg, verstanden? Niemand! Was ist denn hier los? Sind Sie der Vater des kleinen Jungen, der hier wohnt? Wer will das wissen? Kriminalpolizei. Sind Sie der Vater? Nein, bin ich nicht. Ich wohne ja nur. Was ist denn? Er ist seit 9 Stunden allein in der Wohnung. Woher willst du das wissen? Vor 9 Stunden angebracht. Und immer noch unversehrt. Wie kommst du dazu, an unserer Haustür rumzuschnüffeln? Da drin ist niemand. Der ist mit seiner Mutter unterwegs. Habt ihr den Jungen da drin gesehen oder gehört? Er ist da drin. Ich bin mir ganz sicher. Ach, nix da! Was ist hier los? Ach, der schon wieder. Wie jetzt? Schon wieder? Der spioniert doch jeden Tag in ihre Tür rum. 2 Mal habe ich ihn schon weggejagt. Na, ich würde mal sagen, das gibt eine Strafanzeige. Herr Kommissar. Das können Sie halten, wie Sie wollen. Darf ich mal Ihren Ausweis sehen? Sicher? Ich würde jetzt trotzdem gern einen Blick auf den Jungen werfen. Haben Sie denn so einen Durchsuchungsbefehl, oder wie das heißt? Im Augenblick frage ich noch freundlich. Der ist nicht da. Kommt jetzt. Was? Das glaube ich jetzt nicht. Meininger, Sie müssen... Kommt, habe ich gesagt. Ich komme wieder. Darauf können Sie sich verlassen, Herr Seeger. Klar. Die Bullen waren da! Wegen Oliver! Wieso das denn? Weil du ihn 9 Stunden alleine lässt. Darum! Und die kommen wieder. Und was meinst du, was dann passiert, hä? Scheiße. Ja, scheiße! Dann passiert dir das Gleiche wie mit Chantal. Mit aus mit Kindergeld! Und aus mit neuer Wohnung! Morgen beim Arzt. 3. Monat. Man hätte nicht aufpassen können? Ich dachte, du freust dich. Nein, ich freue mich aber nicht. Ich bin noch nicht so weit kapiert. Das musst du wegmachen lassen.